Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im letzten Video haben wir euch das Projekt ein wenig vorgestellt. Dann gab es einen 6-Stunden Livestream, in dem wir das ganze Auto zerpflückt haben. War irgendwie unser Ziel, hat auch fast geklappt. So ein paar Sachen sind noch drin geblieben. Die hat Max jetzt ausgebaut und so wie der ein oder andere das bestimmt schon erwartet hat. Der E46 war von der Basis her so gut, dass wir den nicht ins Bad geschmissen haben. Der E36 ist eigentlich auch so gut, dass er gar nicht ins Bad muss. Aber der Herr da hinten, Herr Schwan, der ist wie immer motiviert. Wir sind bei der Firma Carblast in Welzheim. Und das Ding geht heute ins Bad und wird entlackt. So ist es. Warst du schon mal dabei beim Entlacken? Nee, noch nicht. Das ist heute eine Jungferung für mich. Hast du schon so eine Idee, was dich so erwartet? Gar nicht. Zweifel ein bisschen? Ja. Einige, aber ich lasse mich eines Besseren belehren. Also auf dem Auto ist ja, also erstmal ist wieder krass, wie gut die Basis wieder am Ende ist, ne? Deswegen, weißt du, ist meine Meinung so, aber ich lasse mich überraschen. Also die Basis ist schon krass gut. Andererseits muss man jetzt auch mal ehrlich sein, sagen, das sind ja auch keine schönen Nähte, ne? Also das geht ja schon alles deutlich schöner. Das kann so sein, aber für mich ist es immer dieses, es war halt so original. So, dann kommt einfach der Punkt dazu. Ja, will ich nicht hören. Ich habe ja bei dem E46 nur die Matten im Kofferraum rausgemacht, ne? Und das ist schon ein halber Tag, bis man die vernünftig raus hat. Mit nochmal einem Tag Lackarbeit, weil ich natürlich das Blech zerkratzt habe und so weiter. Und die ganzen Matten hier drin, natürlich alles Katastrophe. So, und jetzt sind mittlerweile so viele neue Zuschauer hier auf diesem Kanal mit dazugekommen, dass ihr euch den hier auf jeden Fall einmal vorstellen müsst. Alex, das ist Herr Schwan. Ja. Der ist ein bisschen von seiner Art her ein bisschen direkter, es wird ab und an mal ein bisschen lauter, aber eine Koryphäe. Hat immer viel zu erzählen, das wird auf jeden Fall gut. Ja. So, weil es ging schon wieder los, wir kommen her und er sagt, seid ihr bescheuert, das Auto ist doch eigentlich viel zu gut. Natürlich. Obwohl es ja eigentlich deine Leidenschaft ist, Autos zu entlacken. Das Auto ist viel zu gut, aber das ist egal, das Auto ist jung. 30 Jahre. Das macht nichts, das Auto ist für uns jung und ihr habt da eigentlich noch nie schlechte gesehen. Hättet ihr schlechte gesehen, hättet ihr gesagt, das ist schlecht, aber das Auto ist wirklich gut. Das hat wenig oder sagen wir mal sehr marginal irgendwas, aber das ist deine Entscheidung. Machen kann man das. Wir haben vorne sogar noch ein Cabrio stehen, E36. Aber es ist schon, ein Projekt. Wenn man sowas anfängt, dann hast du dir ein Projekt angeschafft. Ne? Ja, okay, aber wir müssen es ja eher die ganzen Matten raus und so weiter. Die ganzen Matten sind alles kein Problem. Das muss, weißt du, ich habe immer großen Respekt vor dem, was nach mir kommt. Ja. Weil nach mir kommt dann, keine Ahnung, Karosseriebau, Dichtner, Klack, tralala, das kostet einfach. Hörst du ja an, Max, ne? Ja, ja, das weiß der alles, oder nicht? Ja, ja, ich, ja, aber hast ich du bin schon mal eine Karosse neu gemacht? Nee, der hat er nicht. Neu. Du meinst ab null. Kit und so? Ab null. Nee, habe ich noch nicht, ne. Faktor 5. Ja, ja, Faktor 5 von allem. Ich sag mal so, wir haben Zeit. Ja, ja, alles klar. Aber du brauchst, egal von was, vom Geld, von Material, von Zeit, Faktor 5. Was gehört? Ja. Warte mal, letztes Mal hatten wir 43 Tage, hast du diesmal 200 Tage. Genau. Wir schaffen das. So 250. Alex, erzähl mal einmal für die Leute, die ich noch nicht kenne, was ihr hier macht. Also was zeigen wir jetzt alles stückchenweise? Nur den Kurzdurchlauf. Wir machen das ja schon alles. Ja, ja, wir haben das ja schon ein paar Mal gemacht. Also, wir sind die Firma, die dir ein Autos... Timur! Nix. Kamera heißt laut. Na, lass es. Mach's irgendwie. Mach irgendwas anderes. Mach was anderes. So, wir machen hier... wir stecken Autos in die Hölle. Verstehst du, wir stecken sie rein, dann gehen sie in die Hölle, 400 Grad, 3,5 Stunden, danach ist alles nur Staub. Dann waschen wir das weg, dann ist das Auto blank und das hat nichts. Du tust es dann wiegen, dann überlegst du dir 10 Wochen lang, was du damit machst, dann kommst du wieder zurück, wir entrosten das wieder nach, stecken das wieder in ein Bad, in so eine Suppe, dann ist die schwarz, brennen es ein und das ist für dich eine Basis. Danach erkennst du, ob du Beulen hast oder nicht. Ich sehe zum Beispiel allein schon an diesem Deckel, da hast du schon Beulen, also ich habe die schon gesehen dazu. Und alles, was wir produzieren, ist ein Haufen Arbeit. Mhm. Aber wir können das halbwegs wiederholbar, industriell, relativ schnell. Und ich glaube, niemand in Europa kann das, was wir können. Das ist garantiert so. Aber wenn das Auto aus dem Entrostungsbad kommt, ist wirklich alles am Rost, was das Auto an Rost irgendwo hat, weg? Nein. Außer an irgendwelche Kontaktflächen? Nein, oder ich habe immer Bauchschmerzen zu sagen, alles. Alles geht nicht technisch. Gab es nicht technisch. Es gab überhaupt nie rostfrei. Auch heute noch, 2023, hast du eine Blechbüchse, weißt du, wie so eine Sardine, bam, 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 bam. Dann geht die durch irgendwas, ja, durch Schweißstraßen. Mhm. Was ist dann in diesem Fall drin? Mhm. Ja, was ist da drin? Nichts. Ja, ja. Richtig, dann geht er durch irgendwelche Kartellstraßen, dann lackiert man den und was ist dann danach drin? Ja, immer noch nichts. Immer noch nichts. Da ist nichts drin. Warum macht man dann diese Dichtnaht? Ja, 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 damit die Dicht, also das heißt der Falz, der an sich blank ist, von den Umwelteinflüssen abgesperrt wird. Mhm. Und durch die Torsionsbewegung der Karosserie und durch die Elastizität von dieser Dichtnaht, die schirmt das ab. Und deswegen überlebt ein Auto eine gewisse Zeit. Aber rostfrei war sie nicht ab Werk. Rostfrei bekomme ich sie nicht.
entlackt 100%, bekomme ich sie nicht, 90%, 93%. Und genauso rückwärts, wenn wir das mal wieder beschichten, kriege ich das vielleicht 90%, 93% hin. Aber dieser Krebs, der an sich schon eingebaut ist, wie in so ein DNA, da ist schon was drin. Deswegen nehmen wir eine gute Karosse. Ihr habt eine sehr gute Karosse, das ist eine Long-Life-Karosse. Long-Life-Karosse, ja, das ist ein ganz neuer Begriff. Ja, das ist eine Karosse, die im Prinzip 30 Jahre lang in guten Umweltbedingungen Japan gefahren ist. Ja, die ist schön, die ist nicht verratzt, die ist nicht kaputt. Die ist eigentlich wunderbar, weil es gibt welche, die wurden schon ein paar Mal vergewaltigt, dann wurden sie mal mit der Rolle angestrichen, besser gemacht, bei eBay verhökert. So eine ist es nicht. Aber alles, was Stahl ist, ja, bleibt, alles andere ist weg gleich. Ja, egal was. Auch der Kleber hier, der tut mir am meisten leid, dieser schöne Kleber. Ich muss auch gleich von dem Abus Blau, also wir gleich noch ein Foto machen. Der ist garantiert weg. Eine Sache müssen wir vorher wie immer noch machen, weil ich glaube, dass es bei dem Auto, E36, habe ich jetzt gelernt, ist ja das Nordschleifenauto. Oder das Rundstreckenauto. Und da geht es ja wirklich um jedes Kilo immer. Und wir haben ja bei Marius Golf gesehen, das waren ja damals 30, 32 Kilo. Hier haben wir jetzt ja mal den Vorteil, den Originalkarosse. Da ist nicht groß irgendwie was dran gespachtelt und so weiter. Baujahr? 94. Ist wahrscheinlich schon wasserbasis lackiert. Wird weniger. Mhm. Aber Alter, mit den Matten und so? Der hat Nitrolack noch. Hat er noch Nitro? Ja. Aber er sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr. Also er war schon optimiert in der Geschichte. Man hat hier irgendwas eingespart. So, aber das wollen wir auf jeden Fall aufdecken, also sowohl was man hier gewichtstechnisch holen kann, weil ich als Gewichtsfetischist, jedes Kilo ist wirklich schwer zu holen, muss man einfach so sagen. Kommt natürlich danach auch wieder noch was drauf, mit Absichten, Lackieren und so weiter. Ja. Und wir wollen unbedingt auch mal gucken, die Leute sind alle der Meinung, dass eine Limo-Karosse leichter ist. Viel, viel, viel leichter, der redet von 100 Kilo. Kann ich mir bis heute nicht vorstellen, weil ich glaube, dass selbst die Karosse gar nicht so viel wiegt, dass eine Limo-Karosse 100 Kilo leichter ist. Also steifer vielleicht, aber 100 Kilo leichter. Also ich tippe mal, die Karosse wiegt 250 Kilo, ungefähr. Pi mal Daumen. Die hier, wenn sie entlackt ist? Nee, so jetzt. Also eine Karosse hat ungefähr 250, 280 Kilo mehr hat sie. Wir machen uns jetzt gerade nicht den Aufwand, das Gestell abzunehmen. Das bleibt unten drunter. Ja. Das können wir am Ende nochmal wiegen und abziehen. Uns geht es jetzt ja wirklich nur vorher, nachher entlacken und runtergehen. Okay, ja, lassen wir einmal wiegen. Okay. Alex, man könnte meinen, du hast schon ein paar Karossen gewogen. Ja. Und? Wie wiegt der die normalerweise nicht? Ha? Nein. Nee, nein. Nicht. 283 Kilo. Ja, siehst du? Ja, ungefähr 30, 40 Kilo das Gestell. Nee, so schwer ist er nicht. Nee. Oh, ja. 15. Deine Scheiße. 15. Das Gestell ist nicht so schwer. Aber weißt du, woher das kommt? Du hast 20 Kilo sein, das Gestell. Ich war, als ich viel jünger war, konnte ich die Dinger nicht in den Hänger schieben. Ja. Keine Ahnung, ging irgendwie nicht, war zu schwach oder sowas. Ja, je fetter ich wurde und je älter, umso leichter ging es dann in den Hänger. Deswegen habe ich es mal einmal gewogen und wusste 280. Ja. Fett. Also, mit Gestell drunter 283 Kilo, damit gehen wir jetzt ins Rennen. Und irgendwann wiegen wir das Gestell nochmal, ich sag so 20 Kilo, aber es geht jetzt wirklich rein darum, was wir an Gewicht erstmal durch Entlacken verlieren. Okay, also ab zur Pyrolyse, wie? Ab zur Pyrolyse, ja. Okay. Die Nummer! Auf! Das ist zum Beispiel so eine typische schöne Stelle, wo man das sieht. Kotflügel war angeschraubt seit eh und je, ist jetzt halt schön raus drunter. Und das geht natürlich alles komplett weg, ohne dass man nacharbeiten muss. Weißt du, was noch schön ist? Dieser Kehrtleser. Ja. Der ist bis heute bei allen Herstellern entweder so unbehandelt oder einfach rostig ab Werk. Und das bauen sie ein und machen ein Armaturenbrett drauf. Wenn du Autos zerlegst, kommt das dabei raus. Beim E46 haben wir noch tatsächlich gepulvert. Ja, beim Zerlegen dann. Was machen wir jetzt als erstes? Wir schrauben die Räder ab, sonst sind sie weg. Dann legen wir einfach auf das Gestell. Ich überlege gerade, ob wir noch was anderes dazu packen. Und dann stecken wir den in den Ofen. Und aber zeig mal einmal den Ofen. Ist wirklich so, wie man sich das vorstellt, einfach ein Ofen. Es ist eigentlich ein ganz billiger Container. Innen ist ausgebaut als Ofen, E-Strich, also und gedämmt und so weiter. Und dann sind zwei Brenner, einmal der da oben und einmal der da unten. Und du siehst, die Flamme ist indirekt. Das brennt nicht das Auto, sondern die Flamme geht unter das Auto, verteilt sich oben rum und dieser Ventilator drückt die Hitze rum. Der Unterschied ist, es gibt andere Öfen, die steuern sich mit Wasser. Und Wasser, heiß und Blech ist nichts. Ne? Das taugt nichts. So, und normalerweise funktioniert das so, dass der obere Brenner 750 Grad erreicht. Ab da stinkt es nicht. Das ist wie beim Katalysator. Und unten wird ungefähr von 0 auf 400 eingeblasen. Und der steuert dann die Temperatur und da brennt nichts, das schwelt. Und schwelen ist nicht brennen. Und das bedeutet, dass die ganze Organik, dein Steinschlagschutz,
Der ganze Scheiß, was da drauf ist, zersetzt sich zu Pulver. Und deswegen entlacken wir schon nicht mehr, sondern wir waschen nur noch. Danach muss man nicht mehr entlacken, sondern danach wird nur noch gewaschen. Und die ganze Dichtmasse, die zwischen den Falzen drin ist, alles, was da nicht rauskommt, ist einfach voll. Und deswegen ist das super schnell, beschleunigt uns massiv. Ja, wir sind dann einfach in Faktor 3, Faktor 4 schneller als Chemie. Viel weniger Einsatz Chemie, viel weniger Intensität Chemie. Die Chemie ist nicht mehr voll angesetzt, sondern nur zu 10% und so weiter und so weiter. Also es gibt schon Teile, warum man das so macht. Aber hier kommt richtig offene Flamme raus. Ja, ja, hier kommt offene Flamme raus. Ja, ja. Aber unten 400 Grad, oben 750 Grad. Jawohl. Und dann damit alles, was ihr verbrennt, was oben wieder rauskommt, damit weg ist. Der Nachbar mich liebt. Ja, sehr gut. Wie lange bleibt die Karosse hier drin? 3,5 Stunden. 3,5 Stunden. Ich weiß aber noch Anfangszeiten, wenn du das Ganze entlacken wolltest, war das Auto da teilweise 2-3 Tage drin, um das alles loszukriegen. Ja, das Problem ist, dass du Steinschlagschutz, modernen Steinschlagschutz, den machst du einmal entlacken, dann kommt er einfach nicht weg. Und dann musst du halt nochmal entlacken und dann immer waschen. Das heißt, tagelang bis Zustand 0. Und dieser Zustand 0 ist dann nicht so gut wie jetzt hier, weil danach ist alles weg und dort sind zum Beispiel alle Falze immer noch mit Dichtmasse und spätestens nach KTL drücken sie raus, das siehst du, Kunde mag das nicht, deswegen die Nummer ist viel einfacher. Los geht's. Ganz wichtig, keine Aluteile. Keine Federn. Federn, weil die verlieren die Spannung, oder wie? Ja, Federn haben ein Problem damit. Feder ist danach entfedert. Und das Thema ist begrenzt. 70 Kilo Organik pro Charge. Hast du drüber, haben wir ein Problem. Darfst du nicht. Aha. 70 Kilo an irgendwelcher Lack, Organik, Dichtmasse, wie auch immer, pro einen Gang. Mehr kann die nicht. Das zersetzt sich einfach. Und das hier, dieses System, gab es das so zu kaufen oder hast du dir das programmieren lassen? Weil sieht halt richtig Hightech aus. Ja, das ist Hightech. Nachher läuft das auch schön. Das hat einer programmiert, das ist ein älterer Mann, der heute jetzt schon Mitte 60 ist. Und dieses System ist eigentlich das Geheimnis. Mhm. Nicht der Ofen ist Ostblock. Das da ist es. Mhm. Also der Ofen ist billige Maschinentechnik, also da ist wirklich nichts Teures dahinter. Aber dieses System, Steuerung der Klappen, da ist eine Luftklappe dahinter. Du kannst zum Beispiel auch die Auswertung machen. Guck mal, ja. Zum Beispiel, wir haben am Samstag eine Karosse gemacht. Ja? Das ist die Auswertung. Dann siehst du, das sind ungefähr 400 Grad, siehst du, hier. Dann läuft die Kurve an und dann gibt es verschiedene Linien. Ja? Diese blaue Linie ist die Frischluftklappe. Die geht hier zu, dann macht sie auf, ja? dann nimmt sie den Sauerstoff raus und geht zu. Und hier hat irgendeine Scheiße angefangen zu brennen. Siehst du, hier hat's gezündet. Bei 380 hat es gezündet, da war aber die Luft aus, dann erlischt die Flamme und dann hat er nochmal 1,5 Stunden gleichmäßig. Und er hat zum Beispiel kein Wasser verbraucht, 1,3. Du musst Wasser anlassen zum Löschen, das ist eine Notgeschichte, wenn tatsächlich irgendwas nicht löschbar ist, geht dann Wasser an. Achso, und da ist gar kein Sauerstoff drin, deswegen kann man nichts brennen? Nein. Aber hier hat intern hat irgendwas gezündet. Ja, ja. Also das heißt, das war so viel Spachtel und der enthält ja auch Sauerstoff und der zündet, aber der geht auch gleich wieder aus. Ja. Cool. Also das war dann innerhalb von einer Minute hat man den ausgemacht. Macht jetzt Systemkontrolle und dann muss eigentlich der obere zünden. Das hörst du auch dann auf und klack, klack, klack macht es weg. Weil schon so ein Höllengerät, ne? Wenn man da Scheiße baut, ey, da muss man auch, es wird sogar ferngewartet. Also das heißt, da ist ja einer da, der das immer überprüft, der hat dann Alarmglocken, wenn er was ist. So, jetzt müsste der zünden. Was genau kann da passieren im schlimmsten Fall? Fliegt alles auseinander oder? Echt nicht aufhört zu brennen. Schlecht, ganz schlecht. Das sind die Autos, die 30 Jahre mit Unterbodenschutz durch den TÜV gegangen. Das sind die, wo dann GFK und Harzmatten und alles versteckt haben oder Bauschaum, also so richtig Hardcore-Zeug. Ja, das gibt's. Die gibt's sogar in der Verbrennung, die sind sogar umweltfreundlich. Wir nutzen die Abwärme, da siehst du, da ist so ein WRG, Wärmerückgewinnung, und die heizt unser Abwasser. Also auch sowas haben wir mal eingebaut. Das hat mal original eine neuer C63 AMG gekostet, ne? So ungefähr. Er doch hier zündet, oder? Jetzt zündet er, ja. So, jetzt müsst ihr die Temperatur hochlaufen. Ja, jetzt geht's hier hoch. Das ist dann Ablufttemperatur da oben. Ja, das ist wie dein Katalysator. Alles über eine gewisse Temperatur stinkt es nimmer. Wenn man das nicht machen würde, würde es stinken wie die Hölle. Wo sehen wir jetzt die Temperatur in der Kabine? Oben siehst du 10,8 und unten ist 1,0. Ah, ist immer noch 1,0. Ja, das ist noch 1,0, der misst noch nicht. Aber oben geht es schon hoch. Ne? Ja. Krass.
Irgendwie ist immer Wintereinbruch bei euch hier, ne? Wahnsinn, was du für ein Wetter mitbringst, ey. Die Hölle heute, ey. Es ist aber tatsächlich jedes Jahr so, es Motorshow geht los und es fängt an zu schneien. Ist immer so. Ja, aber du bist hier 600 Meter höher und deswegen schneit es. 4 Stunden oben, jetzt gucken, was Phase ist. Wir machen jetzt einmal das Tor auf, ziehen ihn raus und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Timo, komm, auf! Aber ich sehe immerhin ein Grinsen. Max hatte da eigentlich nicht so Bock drauf, den zu entlacken. Aber vertraue mir, das wird noch richtig. Ja. Wenn das Auto erstmal blank da steht, wirst du sagen, Alter, ist das Bock. Ich glaube auch, ja. Alter, ist das Bock. Das war ein Motorhalter, glaube ich, ne? Unten. Kühlerhalter, oder? Kühlerhalter, ja. Jetzt gibt es einmal Diagnose-Check. Mal gucken, was der PC sagt. Einmal auslesen, OBD. Erstmal Datalog hier. Datalog. Wasserverbrauch, 18 Liter. Ach, krass, so stark musstest du den löschen. Ja, hier. Hier hat er gezündet. Ach, du musst dann löschen? Ja. Guck mal. Alles gut, ja. Das war die Sollkurve, da war der zu niedrig und dann hat gezündet. Und dann siehst du das Wasser. Ja. Ab dem Punkt musste der 18 Liter einspritzen, das wird verstreut. Ne? Und nur von der Seite, damit er diese Flamme löscht. Und dann war die hier oben. Das heißt, in dem Moment wird es auch zu warm in der Kammer? Ja, ja, du da kannst nicht mehr, sobald offene Flamme, kannst du es nicht mehr kontrollieren. Und dann muss es weg. Die offene Flamme muss raus. Ah, das heißt, das wäre auch schlecht, wenn das Auto an der offenen Flamme komplett abbrennt. Das soll wirklich. Ja, dann wäre er schwarz. Dann wäre er nicht mehr weiß, der wäre komplett schwarz. Und dann, das ist ein Zeichen, dass da irgendwas. Das ist der linke Seite, dein Spachtel. Oder das waren diese zwei Motorhalter, die du nicht rausgemacht hast. Aber 18 Liter ist eigentlich für die Menge gar nicht viel an Wasser. Das kann auch 150 Liter sein. Aber das ist garantiert, dieses Plastikding da vorne, die haben gezündet. Ja. 100%. Wie geht's jetzt weiter, Alex? Jetzt wird's auf dem Gestell aufgespannt, waschen, auf den Lärm, 15 Minuten und dann versenken wir es mit Entlacken. Waschen heißt mit Dampfstrahler alles, was jetzt drauf ist, einfach runterpusten. Jawohl, jetzt kommt robust. Das ist der Moment, wo immer diese geilen Fotos entstehen, die wir schon öfter nochmal genutzt haben. Okay. Alles klar. Let's go. Was sagst du? Ja, ich glaube, das war DK beim Tokyo Drift. Ein kleiner Streifer ist er. Ist einmal mit dem Seitenteil schon mal eingerastet hier. Ja, eingerastet wäre, glaube ich, übertrieben, aber ein bisschen hängen geblieben. Man sieht schon so Spotpunkte, aber alles okay. Aber geil auch, wie man die ganzen Hardload-Punkte sieht. Voll cool, du kannst hier durchgucken, ne? Das ist offen. Also da kann man so. Eigentlich, wenn man so sieht, ne? Echt lumpig. Aber, okay. Ja. Habe ich vorhin schon gesehen hinten, dass man im Innenraum reingucken kann. Ein anderer Kohlenstoffanteil, man sieht es nur an der Farbe, aber es ist immer noch das gleiche Gefühl wie vorher, da hat sich nichts dran verändert. Nein. Also 8% hast du verloren. Hättest du Sand gestrahlt, hättest du 30% verloren. Ach krass, das Strahlen ist sogar nochmal. Ja, wir haben das getestet. Funkenerosionstest ungefähr 8%. Beim Strahlen 30. Wenn du Sand strahlst, 30% Festigkeit weg. Wie machen wir jetzt mit dem Auto weiter? Wir stecken den jetzt in die Wanne und wollen den nachentlackern, die Schleier wegbringen. Und dann kommt er morgen früh in die Entrostung und abends ist er fertig. Ganz kurz für die Zuschauer, bei dem Entlacken, da ist einfach, was für eine Chemie ist da drin? Seife, echt? Ja. Also gar nicht sowas Schlimmes. Nein, das, wenn du waschen tust, stinkt das genauso. Das ist im Prinzip eine stark aktivierte Seife. Das ist nicht mal eine Volllauge, sondern wir arbeiten hier komplette Strecke zwischen 10-14% Chemie, Rest ist Wasser. Und früher haben wir über 50% Chemie gehabt. Also das heißt, mit der thermischen Entlackung bist du weniger intensiv. Das ist wirklich leichter und besser fürs Auto. Wie lange musst du jetzt in den beiden Bädern ungefähr drin bleiben? Von unseren Abläufen hin hätte hier 3 Stunden gelangt. Er bleibt aber jetzt die Nacht über und verbringt den Vormittag dann in der Entrostung, weil wir nicht wechseln können. Wir arbeiten immer nächtelang. Ja, das heißt, Entrosten ist dann tatsächlich auch 4-6 Stunden, bleibt er drin? Wahrscheinlich, ja. Hier sieht man nochmal wieder richtig schön hartes Blech, weiches Blech. Also man sieht es an der Farbe vom Stahl, sieht man eigentlich schon, ob das fest oder ein weicherer Stahl ist. Ja? Du hast ja so einen Mix, das ist ja im Prinzip eine Crashzone, wo sich faltet.
und innen muss im Prinzip der Passagier muss dann am Leben bleiben. Deswegen bestehen moderne Autos, und das ist ein E36 auf jeden Fall, aus unterschiedlichen Stählen, also mit unterschiedlicher Festigkeit. Und das kannst du schon an der Farbe kannst du erkennen. Das zum Beispiel dunklere sind die sogenannten Hochfeststähle, A-Säule oder der Dom hier, während jetzt diese Träger und diese Rathausträger, also das hier, das ist eher weich. Und das kann man an der Farbe erkennen. Nach dem Entrosten ist das aber alles weg, da sehen wir gar nichts mehr von. Könnte sein, ein bisschen vom Hauch. Dunkler, heller kann man sehen, aber nicht so intensiv wie hier. Und was ist das hier? Warum ist das so noch leicht, ich sag jetzt mal, goldig, schimmernd? Ich könnte mir vorstellen, dass das sedimierverzinktes Blech ist, und das sieht man jetzt. Und nach dem Entlacken, Alkali greift durchaus Zink an, dann wäre das schön glatt, dann kann man es nicht mehr so sehen. Aber das sind im Prinzip auch unterschiedliche Bleche mit unterschiedlicher Korrosionsbeständigkeit. Und hier sieht man halt richtig schön, dass der Rost halt schon gerade an der Scheibenkante immer da ist. War, einfach, ne? War da. Egal wie man was man macht. Auch beim guten Auto sieht man das schon. Ne? Ja, krass. Hier sieht man es auch nochmal ganz krass. Oder? Also das ist auch Zink? Ja, das müsste Zink sein. Aber Wahnsinn, guck mal, die Matten sind alle weg. Also man sieht ja sogar noch, wo die Matten geklebt haben. Ja, da ist halt, da hat er weniger Temperatur gehabt. Aber man hat trotzdem, man sieht doch den Bereich, wo er ein bisschen anders ist. Ne? Wobei mein Favorit ist definitiv, wenn er aus dem Watt kommt oder entrostet ist, weil dann, wenn das alles die gleiche Farbe hat, sieht man einfach nochmal mehr. Kleinen Ortswechsel ins Winter Wonderland, das war einfach zu laut da drin. Du wolltest gerade erzählen, wie geil das ist. Ich sag, ja, für jeden, der es noch nicht live gesehen hat, also ich war ja am Anfang immer, ich bin ja immer skeptisch, ne, was neue Sachen angeht. Ich hab richtig gekämpft dafür. Aber jetzt bin ich voll dabei und ich habe richtig Bock. Also alleine, wenn du jetzt diese ganzen Hardload-Stellen siehst, ne, und wir werden ja auch noch ein bisschen was mit der Karosserie anstellen, das ist so geil. Ich sage, das sind jetzt gerade so 20%. Ich weiß, dass es noch geiler wird, wenn aber... Wenn das erstmal so ist und wenn dann das alles neu abgedichtet ist und so, wird das nochmal auch motivationstechnisch, weil man weiß halt einfach, unabhängig davon, ob da jetzt, da gehen wir im nächsten Video nochmal drauf ein, vielleicht noch irgendwo irgendwas in irgendwelchen Ritzen ist, zu heiß, zu warm, zu kalt, Säure, wie auch immer. Eine Sache ist Fakt, wir wissen jetzt die nackte Wahrheit und es wird nie wieder irgendwas kommen. So, ne, weil man sieht jetzt einfach, siehe die Sachen, Unfall an der Seite, Unfall, sorry, ne, einfach geil. Plus ja. Dach, Schiebedach können wir ja eh nicht lassen, das sollte jedem klar sein, alleine für sowas ist es einfach geil. So. Jetzt geht's ins Bad, ich will gucken, ich bin heiß. Max will baden. Nein, nochmal danke fürs Zuschauen, wir sehen uns auf der ersten Motorshow, kommt vorbei.